Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem Maida Primetime Magazin. Heute mal aus der Karibik und nicht aus Hamburg. Drei wunderbare Geschichten habe ich für Sie. Erstens tauchen, wir selber waren auch schnorcheln. Großartige Bilder kann ich Ihnen versprechen. Zweitens Tim kocht mit Kindern Burger, ganz wunderbarer Film. Und drittens Yoga. Viel Spaß! Unter anderem war ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig schnorcheln mit Experten unterwegs auf Bonaire. Das war ein fantastisches Erlebnis und ich habe meine Kollegen gebeten, ob sie nicht mal die schönsten Tauchbilder zusammenstellen können. Der Film kommt jetzt. Viel Spaß! Wussten Sie eigentlich, dass es 700 Sorten Mangos gibt? 700 verschiedene Sorten? Habe ich nicht gewusst. Und ich bin gespannt, ob es der Tim weiß. Wir fragen ihn am besten mal. Aber erstmal macht er Burger mit Kindern. Viel Spaß. Nix an den Kochlöffel! So, wer ist freiwillig hier und wer wurde von den Eltern hergeschickt? Freiwillig. Wir machen uns unser Mittagessen selber. Wir machen uns einen Burger selber. Und wir sehen, das ist ein richtig schöner, elastischer, leicht klebriger Teig ist. Wir geben nachher noch ein bisschen Mehl dazu, stechen das aus, backen die ab und jeder macht sein eigenes Brötchen. Wir müssen versuchen, dass fünf Formen hier reinpassen. Keine Frikadelle, wir machen ja einen Burger. Und da geben wir den Ketchup dazu, wir haben das Gemüse dazu, wir haben das Ganze drumherum. Deshalb der Burger, die Frikadelle, der Fleischklopf sozusagen gleich sehr neutral, kommt gar nichts rein. Ich freue mich auf die Hamburger. Also wir drücken ja die Schokolade in die Form und dann werden das Muffins. Das ist ein Teig. Das war super lecker. Tschüss. Ich kann kein Yoga, aber an Bord, die konnten richtig gut Yoga. Gucken Sie mal. Entspannung ist loszulassen. Manchmal merken wir heute gar nicht mehr, wie angespannt wir sind, weil es so zu unserem täglichen Leben dazugehört. Wir laufen manchmal rum und haben immer unsere Schultern hochgezogen. Und diese Entspannung wieder zu lernen, ganz bewusst zu lernen, dafür ist Yoga sehr hilfreich. Und viele merken dann erst, wie angespannt sie waren, wenn sie mal hier im Yoga waren und merken, dass sich Entspannung ganz anders anfühlt. Dieses Hatha-Yoga, so heißt es, was wir hier machen, das mit den Übungen,
Das ist eigentlich nur ein kleiner Teil aus dem großen Ayurveda, was aus Indien kommt. Und jeder bringt eine andere Konstitution mit, einen anderen Körper und eine andere Beweglichkeit. Und es ist wichtig, dass man nichts von jemandem fordert, was er aufgrund seiner Konstitution gar nicht leisten kann, sondern jeder hat die Chance, Yoga zu üben und Yoga zu lernen. Und das ist das Schöne auch am Yoga. Und so sollte man als Yogalehrer auch vorgehen. Hier auf dem Schiff ist einfach eine traumhafte Umgebung. Und für die Leute, die ja auch hier sind, um zu entspannen, ist es einfach eine tolle Möglichkeit, das mitzunehmen in einer so wundervollen Atmosphäre, wie wir sie hier auf der Ida Bella auch vorfinden in diesem Raum. Meine persönliche Verlockung des Tages war dieser Ausflug hier ins Papageienreservat. Da unten fliegen die Papageien, fantastisch. Und vor allem, Regenwald ist für mich so ein bisschen wie eine Kirche. Das ist geheimnisvoll, das ist uralt und großartig. Wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiger Ausflug. Das war meine Verlockung. Jetzt kommt Ihre Verlockung. Viel Spaß. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Ajaccio auf Korsika. Es geht weiter nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und Barcelona und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. So, jetzt stehen wir hier mitten im Regenwald und das ist wirklich ein ergreifender Moment und ich bin meinen Kollegen sehr, sehr dankbar, dass sie mich für diesen Ausflug eingetragen haben. Großartige Stimmung. Für mich das Ereignis der Woche und jetzt kommen für Sie die Bilder der Woche. Viel Spaß! Turn.